Station heute am Gratis-Vormittag sind wir in Frankfurt, und zwar bei Extrabucht in der Berliner Straße. Genauer gesagt sind wir auf der anderen Straßenseite der Berliner Straße, denn vor dem Extrabucht ist schon ordentlich was los, da wäre gar kein Platz gewesen für uns. Hier in Extrabucht ist der Andrang inzwischen so groß, dass immer nur 10 Leute gleichzeitig reingelassen werden, und die ersten Hefte sind auch schon ausgeladen. Ja, wir haben jetzt eine glückliche Kundin, hoffe ich mal, im Extrabucht in Frankfurt. Durchaus. Ja, klar. Welche Hefte haben Sie sich denn mitgenommen? Game of Thrones, ah? Die Katze des Rabbiners, Horror, Cosa Nostra und Walking Dead. Ah ja, so eine weit gefächerte Auswahl. Mhm. Ist das auch das, was Sie normalerweise an Comics lesen, oder lesen Sie sonst überhaupt keine Comics? Doch, klar. Ja. Also, zumindest Walking Dead vor allem, und die anderen fand ich halt spannend, wollte ich mal reingucken. Naja, das heißt, Sie nutzen durchaus auch die Gelegenheit, mal in Sachen reinzugucken, die Sie sonst nicht direkt kaufen würden. Ja. Mhm. Ja. Haben Sie sonst irgendwelche Anmerkungen zum Gratis Comic Tag, irgendwelche Vorschläge? Außer dass es eine super Aktion ist. Also, ja. Wollt ihr es zu hören? Dankeschön. Ja, noch einen Punkt vom Extrabucht in Frankfurt. Haben Sie zufrieden, Gratis Comic Tag gesehen? Ja, auf jeden Fall. Also es ist schön, so viele Leute zu sehen und wie das Interesse ist von allen möglichen Altersgruppen Comics, und dass das schöne Resonanz erfahren ist. Lesen Sie sonst auch Comics, oder haben Sie jetzt nur die Gelegenheit, die Comics? Nein, ich lese auch Marvel, DC, Green Lantern, Batman, Spider-Man und so. Klassisch. Also die Superhelden-Sachen? Ja, auf jeden Fall. Also ich habe auch neu angefangen mit den Comics zu lesen, und ich finde gerade dieser Tag ist halt sehr schön, um in viele Sachen reinzuschreiben. Was haben Sie denn zum Einspannen hier? Base and Smiles. Ganz andere Richtung auch tatsächlich. Base and Smiles. Blue Evolution. Und so. Torgal. Torgal. Ja, wie deutlich zu sehen war, gibt es beim Extrabucht in Frankfurt wirklich sehr viel Andrang. Die ersten Hefte sind auch schon aus. Und auch während wir da waren, hatte ich wieder gehört, jetzt ist das aus, jetzt ist das aus. Wir haben gerade mal kurz nach 11. Wir gehen jetzt weiter zum T3, schauen mal, was da los ist. Wir kommen anschließend nochmal zum Extrawuchs zurück, wenn der erste große Ansturm vorbei ist, und schauen, ob wir einen der dortigen Mitarbeiter auf die Kamera kriegen, ob sie dann noch lebendig genug sind, uns ein, zwei Fragen zu beantworten.